Stubborn. Oh, what you picture? Just inch enough with you. Yeah, who are you? I want a picture with you. Okay. Let's do it. Right. You have to pay for it. I'm broke. Really? Yeah. So, all right. Thank you, bro. Have a nice one. Okay. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Wien. Das Wetter ist wunderschön. Wir haben eine sehr, sehr gute Freundin von mir dabei, die liebe Anna, die du solltet ihr kennen. Und sie zeigt mir heute ihr Lieblingsschnitzel. Das wird so eine kleine Reihe, die wir ins Leben rufen. Immer mal wieder ein kleines Schnitzel testen in der wunderschönen Stadt Wien, wenn wir schon hier leben. Ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, warum das dein Lieblingsschnitzel ist. Weil es sehr geil schmeckt, groß ist und es gibt Knoblauchspitzen, ist auch sehr geil. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go, gehen wir rein. Man kann hier keine Tische reservieren. Man muss sich einfach anstellen. Preisart. Ja, super. Bevor wir reingehen, Ladies and Gentlemen, also hier sieht man auf jeden Fall schon nochmal die Preis-Leistung. Die Preis-Leistung, muss ich ehrlich sagen, sieht schmackhaft aus. Hat doch schneller geklappt als gedacht. Ich muss sagen, sieht sehr, sehr süß aus. So Alt-Wiener, bayerisch, wie man sie dann möchte. Wir haben die Küche, man sieht die Küche. Hallo. Das hat die Dreieck-Action und das hat die Viereck. Oh mein Gott. Also, ich finde, es ist ein sehr, sehr süßes Restaurant. Oder wenn man das, nennt man das Gaststätte, wie nennt man das? Ist das ein Beisel? Wirtshaus. Sehr, sehr süß, die Küche ist offen. Wirt, wenn man den so nennen kann, wenn es ein Wirtshaus ist, ist super nett und engagiert. Wir bestellen, was bestellen wir? Schnitzel jetzt? Hey, hier war Ed Sheeran. Okay, du musst mir jetzt aber trotzdem noch mal erklären, wir waren ja schon ein paar Mal Schnitzel essen. Warum ist das dein Lieblingsschnitzel? Also musst du schon mal irgendwie detailliert erklären. Schmeckt sehr traditionell. Mhm. Ist, glaube ich, auch mit Schmalz gebacken. Mhm. Ist geil. Mhm. Und es ist sehr authentisch. Ich finde, die Atmosphäre macht auch irgendwie das Essen so ein bisschen. Okay. Also, und es sind große Portionen. Das heißt, man wird schön satt. Ja. Wir brauchen das hier. Mhm. Pariser Schnitzel ist ohne Panade. Ah. Nur mit Ei, glaube ich. Ja, würde ich sagen, wir nehmen Knoblauchschnitzel auf jeden Fall. Ist nur mir so warm, oder? Es ist heiß. Okay, also ich bin nicht der Einzige, der hier schwitzt. Der Schnitzelwirt ist eines von wenigen, wie soll man sagen, Wirtshäusern, die ein Schweineschnitzel haben. Also die haben eigentlich gar keinen Kalbschnitzel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Liebe Anna, Beilagen. Erdäpfelsalat. Erdäpfelsalat. Magst du Reis? Zum Schnitzel. Ist crazy, oder nicht? Auf einmal. Das habe ich noch nie gehört. Das ist die rumänische Art, Schnitzel zu essen. Okay. Na, schau, da gibt es auch Eis. Aber wir können Erdäpfelsalat nehmen. Okay, ich bin dabei. Das ist auch extrem lecker. Ja, ja, okay, aber ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Der hat so eine andere Geschwindigkeit, so eine Gastronomengeschwindigkeit auf jeden Fall. Voll süß. Oder? Habe ich recht? Super. Die Kamera läuft, so schaut's aus. Ja, so, ich muss wirklich sagen, dass es sehr, sehr nice ist, wenn man durch das Restaurant geht, dass man einfach diese offene Küche hat. Zeigen alles offen her, sind sehr transparent mit ihren Produkten. Wir haben Kartoffelsalat, Gurkensalat, wir haben Krautsalat. Keine Wie heißt der Chef? Johnny. Johnny? Johnny macht's wirklich, ja, alles Gute. Ich bin der Randy. Randy macht's persönlich, da geht schon was weiter. Super neue Küche. Bitte sehr, das war mal gut. Das ist richtig gestartet, gell? Einmal das Knoblauchschnitzel, Knoblauch. Ja. Knoblauch, Kartoffelsalat, gerne dabei. Dann war einmal Kimmel wieder. Gerne. Aber von der Pute? Von der Pute ist gut. Aber ein Reis dazu. Gerne. Kurze Frage. Wiener Schnitzel. Ist das jetzt Kalbfleisch? Wir haben kein Kalbfleisch. Bei uns gibt es Schweinefleisch. Alright. You're welcome, my friend. Thank you. Thank you. 10 von 10, der war nicht schon. Ich bitte, das ist. So, Ladies and Gentlemen, das Schnitzel ist da. Ich muss sagen, das Ding habe ich so noch nie gesehen und so noch nie probiert. Knoblauchschnitzel. Es riecht sehr, sehr nice. Es sieht auch super aus. Das Einzige, was mir an dem Schnitzel auffällt, ist, dass es nicht so, es wird nicht so eine Wolke. Weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige. Ja. Genau. Aber das ist ja nicht immer wichtig, dass es so eine Wolke wird. In diesem Sinne, Anna, guten Appetit. Es gibt heute keine Preiselbeermarmelade. Ich bin nicht der größte Fan von Preiselbeermarmelade, aber Anna schon. Ist schade für sie. Magst du Ketchup? Nein, ich hasse Ketchup. Ja, ich auch. Es gibt auch eine Regel. Man beim Zitronen des Schnitzels, man macht es nicht so komplett drüber. Man macht immer die Ecke, die man isst. Weißt du auch warum? Damit es nicht so soft wird. Das riecht super. Zehnmal. Ja. Ah, ist es so dein Ding? Hier kommst du mal her. Was, Schnitzel essen? Wenn ich Schnitzel esse, dann hier. Ja. Ich muss noch mal probieren.
Was ist aber jetzt der Unterschied zu so einem anderen Schnitzel? Es ist nicht so, es geht nicht so oft, es fühlt sich wirklich so an wie so ein alttraditionelles Schnitzel. Ja, so, sehr authentisch. Wie sie es damals gegessen haben. Wie wenn man bei Mama zu Hause Schnitzel. Ja, genau, bei Oma. Das ist so, Oma hat Schnitzel gemacht. So, ich bin ehrlich, ich finde Schweineschnitzel eigentlich nicht verkehrt. Ich finde, es schmeckt schon sehr lecker, weil das Fleisch ein bisschen süßlicher ist. Das ist einfach krank. Gibt es eigentlich noch Servietten? Bist du nervös? Ich war einfach nur gestern mies feiern. Und wie ist der Schnitzel? Ist gut. Schmeckt? Probier mal das. Ja, das ist geil. Das ist Next Level. Schneidest du mir das runter? Kann ich auch füttern. Das ist geil. Ein Schnitzel an sich ist sehr, sehr lecker. Wann kannst du auf einen Schnitzel mit Senf und Krähen essen? Oder sagt man Krähen oder Krenn? Wie sagt man? Krenn? Glaube ich. Ich mag kein Krenn. Nicht? Aber auf einen Schnitzel ist es sehr lecker. Und Knoblauch, finde ich, ist nochmal. Ist special, aber ist irgendwie geil. Vielleicht esse ich meinen Schnitzel nicht mehr, sondern deins jetzt. Ich hab's eh nicht ganz. Ist geil. Okay. Ist okay, oder? Ich mag das voll, wenn du so Kürbiskernöl findest. Kennst du das? Ja. Kürbiskernöl ist der Game Changer. Ja, und Vogelsalat. Erdäpfel-Vogelsalat ist der perfekte Salat. Also das mit den Salatblättern gemischt. Weißt du mehr? Mhm. Oh, es ist so warm. Also ich muss euch mal ganz kurz da draußen sagen, wir waren noch gestern essen für den Besuch, den wir da hatten. Ich habe noch nie in einem Restaurant so geschwitzt wie gestern. Was haben wir alles gegessen? Zwiebelrostbraten, Backhändel, Käsespätzle, alles Fettige. Nur kein Schnitzel, deswegen sind wir heute hier zum Schnitzel essen. Also am Ende des Tages will ich euch auch sagen, egal wo ihr in Wien ein Schnitzel essen gehen werdet, es wird mindestens eine 8 von 10 sein. Das heißt nicht umsonst wie ein Schnitzel. Ich muss auch sagen, man merkt schon, dass diese Schnitzelkultur in Österreich oder in Wien hauptsächlich, die haben alle Power. Das hier, wie ich schon am Anfang gesagt habe, schmeckt so ein bisschen wie einfach so ein Oma-Schnitzel. Das finde ich sehr, sehr nice. Und das Ding hier ist safe eines meiner Favorite Schnitzel, so diese Kombi. Also das Schnitzel an sich selber ist schon sehr, sehr dünn geklopft. Die Panade hält auch ziemlich gut. Das werden wir niemals aufessen. Ich hatte so Hunger, jetzt habe ich schon keinen Hunger. Weil es so heiß ist, und aus der Akku liegt. Geht das schön? Ich bin alles auch geil. Das ist richtig lecker, also ehrlich. Nicht zu viel gekocht. Am Ende des Tages hast du schon mal schlechtes Schnitzel in Wien gegessen? Ich noch nicht. Das ist eine super faire Portion. Was kostet dieses Schnitzel? 12 Euro. Ja. Preis-Leistung ist ein 10 von 10. Service 10 von 10. Kleines Schnitzel-Date am Abend kann man auf jeden Fall mal machen. Schmecken, es schmeckt super. Das Einpackenholz habe ich Papier auch noch mal Holz, gell? Servus. Aber was ist an ihm so lustig? Er startet immer neu sein Gespräch. Ja, servus. Hey, ja, servus. Ja. Servus. Servus. Oh, also ein Schnitzel kann man sich dann auch noch selber einpacken. Ja, es ist ein Schnitzel und man kann nicht zu viel, also so viel zu einem Schnitzel sagen. Es ist nicht zu salzig, es steht Salz und Pfeffer auf dem Tisch. Das heißt, ihr könnt es euch noch nachwürzen. Es ist super lecker. Falls ihr ein besseres Schnitzel habt, könnt ihr mir das gerne unter das Video schreiben oder mir auf Instagram schreiben. Aber wir brauchen noch eines, weil das Datum nicht. By the way, auch ein sehr geiles Kateressen. Was du als nächstes essen? Aus nichts, ja. Hey, hat mich gefreut, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Was macht das jetzt? Wiener, Schrot, Kinderwiener, Knoblauch, 250 Gramm, großes Oberspritz, gell? Man kann nur Bar? Ja, bei uns geht's nur Bar, Chef. Gerne. Wie viel kostet das? 60 Euro, 50 Cent. Also es ist richtig traditionell. Hier, das sind 60 Euro, oder? Oder wie viel kostet 60? 60 ist er da eben, ja. Ich hab Glück gehabt, ich weiß nicht, warum die Chef, ist alles okay, danke dir, wiederkommen, Mann. Aufpassen, servus, Chef. Ich noch ein Beleg? Ja, ja, hab ich dir Name gegeben. Ciao, ciao, war super lecker, gell? Ich will mehr Funksprozent. Super Energie, by the way, super Energie. Man hat mehr Energie als ich. Der hört mir nicht mal zu. Gott, raus aus der Sauna. So, Ladies and Gentlemen. Was für eine Note werden wir diesem Schnitzel geben?
Wir bewerten zusammen. 9,5? Eine 9,5? Ja, das Knoblauchschnitzel. Ich würde eine 8,8 geben. Das Knoblauchschnitzel. Dem kompletten Schnitzel eigentlich. Den kompletten. Aber wenn man den Johnny, der heißt Johnny by the way, der aber Chef. Wenn man den noch mitwertet, dann ist dieses ganze Experience eine 10 von 10. Anna könnt ihr auf Instagram abchecken, ist unten verlinkt. Dankeschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr bessere Vorschläge habt für andere Schnitzel, dann schlagt sie gerne vor. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Das soll nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich hab vier Lieblings-YouTuber, warst auch du gemeint. Genau, bei drei. Sandi. Ein Hoch auf Sandi. 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 Sandi